was man bei uns sagt, das hält man auch ein. Also dafür braucht man keine großen Verträge. Wenn wir uns auf was einigen, dann guckt man sich einmal in die Augen und dann wird das gemacht. Und das ist schon eine klasse Sache. Mein Name ist Cornelius Eckbers. Ich bin 33 Jahre alt, komme aus Lingen im Emsland und leite bei ELA den internationalen Vertrieb. Wer mich kennt, weiß, wie ich bin. Ich rede sehr ruhig. Ich gucke mir Dinge erstmal immer an. Ich bin auch eher ruhig, wenn man mich so sieht auf den ersten Blick. Aber wenn man mich dann besser kennt, dann weiß man auch, dass es neben der ruhigen Seite noch eine sehr aktive Seite gibt. International arbeiten, das war immer schon so ein Wunsch von mir. Und dass das jetzt in der Form so klappt und geklappt hat, ist für mich ein absoluter Jackpot. Mein Job besteht hauptsächlich darin, am Ende des Tages unsere internationalen Standorte nicht räumlich, sondern inhaltlich näher an die Zentrale ranzubringen. Das heißt, wir wollen gerne, dass unsere Leute im Emsland die Leute in England verstehen und umgekehrt genauso. Und am Ende des Tages sind wir da Brückenbauer, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn wir das gut machen, dann haben auch die Leute in der Zentrale mehr Spaß daran, mit unseren internationalen Kollegen zusammenzuarbeiten und umgekehrt. Und so kann man den täglichen Job eigentlich am besten beschreiben. Wir sind vor 3 Jahren mit einer Handvoll Leuten, 5 bis 6 Personen angefangen und stehen heute so bei 40 Mitarbeitern, Tendenz steigend. Die Entwicklung bei ELA zu sehen und das Ganze auch zu erleben, ist wirklich was Besonderes, weil man einfach das, was man tut, die Resultate, die hinten rauskommen, dann auch live mitbekommt und sehen kann. Und die Schnelligkeit, die wir an den Tag legen im Wachstum, ich glaube, die sucht mittlerweile ihresgleichen. Wir haben eine gewisse Flexibilität und Spontanität, dass wir auch mal was ausprobieren können, glücklicherweise. Aber wenn wir dann wirklich in die Vollen gehen, dann sind wir schon sehr, sehr bedacht und trotzdem flink unterwegs. Aus dem Koffer führe ich seit mittlerweile 7,5 Jahren. Und wenn man viele Dinge hat, die ähnlich oder gleich aussehen, dann muss man auch nicht so viel überlegen, was man mitnimmt. Mein Kleiderschrank kann man sich so vorstellen: weiß, hellblau, dunkelblau. Hellgrau wird schon experimentierfreudig bei mir. Und ob das dann 2-mal die gleiche oder 3-mal die gleiche Hose ist, das merkt ja, wenn ich in 2 verschiedenen Ländern bin, sowieso niemand. Und ich trage es auch am liebsten, um ehrlich zu sein. Also ich habe tatsächlich in einer Samstagszeitung, in der Lingener Tagespost, gerne die Stellenanzeigen gelesen. Ich war zu dem Zeitpunkt in einem guten Job, aber ich wollte, glaube ich, gerne schon mehr machen und habe dann einfach eine Stellenanzeige dort gesichtet und auf die habe ich mich dann stumpf beworben. Bin dann ziemlich nervös ein paar Tage später nach Haaren gefahren, hatte dann gedacht, wir haben jetzt ein kurzes Vorstellungsgespräch, aus dem wurde dann ein etwas längeres Gespräch, in dem man sich dann sehr intensiv über Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgetauscht hat, wo dann am Ende gesagt wurde, die eigentliche Stelle, die ausgeschrieben wurde, die wäre besetzt. Dann habe ich erstmal gedacht, okay, dann hat sich das hier. Dann hat Günther damals gesagt, also wir haben da so ein paar Ideen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was du machst, aber wir stellen dich ein. Und was du dann machst, das besprechen wir dann beim nächsten Mal, wenn du kommst. Und so war das Ganze. Die ersten Monate war das tatsächlich so. Da wurde erstmal geguckt, okay, was können wir mit dem machen?
schick den mal dahin, das muss er sehen, das muss er sehen, schick den in die Produktion auf dem LKW nach Holland, nach Belgien, alles mal sehen, nach Frankenberg, nach Billigheim. Da wollte ich dann irgendwann auch mal wissen, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann haben wir einen Termin gemacht und haben uns hingesetzt. Und dann hatte Günther zwei Optionen. Die eine war München, da war der Standort damals noch relativ neu. Oder eben nach Katar. Hab dann auch nicht sehr lange überlegt. Ich glaube, ich bin hier einmal um den Kirchturm gefahren, hab dann zu Hause eben angerufen, wie da so die Stimmung ist. Ja, und bin dann relativ schnell, ich glaube, knapp zwei Wochen später im Flieger nach Doha gesessen, nach Katar. Ich war circa anderthalb Jahre in Katar beschäftigt und bin dann quasi ja eine Flughafenstunde weitergezogen nach Dubai und dann ging es in Dubai weiter. In Dubai dann nochmal circa dreieinhalb Jahre, also war es alles in allem fünf Jahre ungefähr im Mittleren Osten. Also zum Golf bin ich wirklich rein über den Job anfänglich bekommen. Ich wurde in Dubai zu einem Golfturnier eingeladen mit ungefähr 30 Bauunternehmern und habe dann einfach gesagt, also da muss ich jetzt dabei sein und ich muss jetzt irgendwie in den nächsten zwei Wochen zumindest irgendwie verstehen, wie man so einen Ball nach vorne bewegt und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bei dem Turnier habe ich mich, sage ich mal, nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich war dabei und so hat das Ganze damals begonnen. Also erstmal fühlt man sich, wenn man so schnell und so jung so viel Verantwortung bekommt, erstmal geehrt natürlich und aber nie zu sehr unter Druck gesetzt. Also ich konnte mit dem Druck immer umgehen. Auch wenn er ab und zu mal hoch war, konnte man auch immer mal durchatmen. Aber diese Tatsache, dass man so schnell die Möglichkeit bekommt, Verantwortung zu übernehmen, das ist für einen jungen Kerl dann natürlich eine feine Sache.